So, hervorragend. Ich habe keine Zuschauer außer Rock Solid und New Genix. Und damit herzlich willkommen zu Dark Souls 2, dem Spiel, wo ich übrigens gelernt habe, dass man mit Ultra-Großschwertern scheinbar die Richtung beeinflussen kann, der man haut. Das hätte mir ruhig mal jemand früher sagen können. Ich hasse diese Typen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie den Saft ablassen hier. Also irgendwo kann man hier bestimmt das Zeug runterlassen. Von der Arena da vorne. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich müsste, es ist mir ja relativ klar, und mein Verdacht wurde schon bestätigt, dass es irgendwo gehen muss. Wir werden nur rausfinden, wie. So. Gut, es wäre ein Typ von oben. Diesmal nicht? Lol. Egal. Auf jeden Fall müssen wir mit Dark Souls 2 nicht relativ schnell durch sein, sobald wir den Boss tot haben. Kommt, glaube ich, gar nicht mehr so viel, oder? Ach ja, das da hinten war ja Gift, ne? Wo bist du denn? Sterb! Wie? Warum sagst du wieder nicht tot? Ich hoffe, ich bin wieder laut genug. Handschuhe der Männchen. Ja, ja. Okay, wir werden auf jeden Fall vergiftet, da hilft ja alles nichts. Ja, 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 geil. Hallo. Ach Mann. Oh, was ist denn hier schön, ich komme nicht nach Hause. Ah, das gehört mir jetzt schon wieder an. Und ich wusste gar nicht, dass er in den Dark Souls 2 das Gift direkt umbringen kann. Ich glaube, in Dark Souls 1 war es so, dass das Gift einen nur bis auf 1 HP runtergebracht hat. In Dark Souls 3 habe ich es nicht ausprobiert. Naja, cool. Die Typen sind auf jeden Fall extrem nervig. Die machen zwar überhaupt keinen Damage, die Typen, aber rumnerven können sie. Die ganz große. Vor allem, wo die immer herkommen. Weil ich unnötig oft nicht schon gestorben bin an diesen Idioten. Das sind ein paar Typen. Das Spiel ist sehr laut und du bist sehr leise, Burn. Okay. Verstehe. Mann, wo kommst du denn her? Alter, ich verstehe das nicht. Ja, das ist hier an sich sehr laut, ne? Ja, warte mal, genau. Ah, spiel mal ein bisschen leiser hier. Ich verstehe es echt nicht, wo die ganzen Gegner herkommen. Soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ach so. Oh Mann, warum? Hä? Warum zieht das Spiel den Typen an, der direkt über mich steht, obwohl ich den anderen gerade aktiv hatte? Verstehe ich nicht. Aber ich verstehe wirklich nicht. So bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder rausgekommen? War ich hier nicht schon? Jetzt auf jeden Fall runter, wo ich wieder hochkomme. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. War ich. Ich bin mir fast sicher, dass ich in den Gang hinten schon mal war. So. Hä? Ah, ne, jetzt bin ich auf der anderen Seite, oder? Ja, aber genau, bei der Feuertroller. Gut, verweckt hat der Marstein. Ist ja schön. Darauf auf den Schock erstmal in Estus. So, und jetzt? Noch einer. Wie viel Belastung habe ich denn eigentlich? 65, aber ich könnte auf jeden Fall noch einen durchausrüsten, oder? Wenn ich nicht. Aber dann, ich habe natürlich einen Arbeiterhaken. Einen Haken, der die Hand umschlingt. Zweifelsohne nicht als Waffe gedacht, aber genug, um die Haut eines Feindes zu zerfetzen. Na toll. Mein Mikrofon ist wirklich im Laufe der Zeit immer leiser. Das beunruhigt mich übrigens sehr, ne? Warte mal, wie viel wiegt denn das Ding? Frau mal so um. Nicht so viel. Was anderes, was ich so. Mal, kann ich mit der Feuerhaus einfach zuboxen? Ich meine, ich habe ja kein Pyro bei, aber. Okay, die Truhe sieht recht echt aus. Oder ist es die eine Mimik, die sich komplett weigert, irgendwas zu machen? Oder, aber es ist trotzdem, das ist trotzdem eine Falle drin. Das ist natürlich immer möglich. Wie ist ein Zauberer-Rock? Warte mal, die haben einen Namen? Oh, ein Fahrrad-Wahrheitsköpfe nur, jawohl. Und wo kann ich den noch anwenden? Was ist denn ein. Wüsten, was gibt's denn über die zu lesen? Wüstenzauber und Rock. Wie sieht denn der aus, wenn ich den anziehe?
Hey, wenn ich den anziehe, habe ich irgendwie deutlich mehr an. Na gut, ich bin doch ein Typen, aber... Mastodon-Gamaschen? Für den Urritter in der Drangleichschloss getragene Gamaschen. Durch Roststehen auf dem Grenzer Robustheit. Die Gewicht würde ihr Träger eigentlich zerquetschen, doch für die brachialen Urritter ist Eisversion aus Papier. Zauberin Rock aus dem fernen Land Yugo. Offenbar aus gewöhnlichen dünnen Stoff, der doch mit mächtiger Magie durchdringt. Wüstenzauberin bestechen durch ihr bezaubertes Aussehen, mit dem sie Leute überrumpeln. Selbst jenen, die aufmerksam genug sind, diesen Trick zu durchschauen, unterliegen in frappierenden Regelmäßigkeit ihren Verführkünsten. Verführkünste, so. Na gut. Jetzt sind wir jetzt auf der anderen Seite von diesem lustigen Rad hier. Die Wüstenzauberin. Die sind jetzt ja einfach nur und haben irgendwie fröhlich Leute verführt oder was. So, warte mal, und jetzt? Ja, ich würde gerne blocken. Es ist einfach nur so unfassbar sinnbefreit. Wie, das ist, weißt du, du kriegst so ein, ach, jetzt komme ich hier da hinten hin. Du kriegst so eine Schlachtfolge ab und kannst nichts dagegen machen. Ach, wenn ich hier droppe, ne, warte mal. Sag da nicht gerade, ich weiß, wo ich bin. Ne, wenn ich hier droppe, lande ich da unten in der Suppe, bin ich tot. Das ist nicht gut. Warte mal, Wenn ich hier droppe, bin ich wahrscheinlich wieder da, wo ich vorher war, oder nicht? Ich droppe einfach mal hier, mal gucken, wo wir rauskommen. Aber ich glaube, hier... Oh ne, hier ist eine Tür, die habe ich auf jeden Fall noch nicht geöffnet. Oh, jemand, der mit mir reden möchte. Hervorragend. Lüg noch voraus. Wer bist du denn? We went through a lot together. Take this as a token of our friendship. What? Wer bist du denn? Partys? Ring der Dorn. Don't be shy. They were meant for you. Was zur Hölle? Well, we meet again. Ich hab den schon mal gesehen, den Typen. There's treasure this way. But I have a bad feeling about it. Donation accepted. Yay! Es müsste eigentlich immer noch Schwedisch sein, aber es könnte auch Russisch sein, ne? Ernest! Stimmt, ist der Typ ganz am Anfang. Ich erinnere mich an ihn. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. Ja. Ja, er hat nicht den Mut und er lacht wieder. Was hat er mir denn eigentlich gerade für Sachen? Was mit Pater hat er mir doch gedroppt. Da war's doch, verdammt. Auf den ersten Blick gewöhnliche Handschuhe, doch in Wahrheit sehr gründlich bearbeitet, gehört dem Samt mit dem Pater. Wurde eventuell angepasst, eventuell ein Beutestück. Eventuell? Was kann der Dornring, den wir gekriegt haben? Ring der Dorn. Der Ring gewährt den Schutz vor Kreml, dem Gott der Mühen. Er ist dringend Dorn des Ringes in die Haut des Trägers und so, dass jeder eine Groll auf den Urhebern nähert. Wenn ihr Schaden erleidet, übt der Ring Rache und fügt den Gegner Schaden zu. Lustig. So. Hier oben ist also ein Treasure oder was? Sieht mir ja nach Tod aus. Da hinten ist so was Drachenartiges, glaube ich. Und hier in der Richtung. Ein toter Ritter, warte mal. Ist der wirklich so tot? Ah, gut. Bleibt auf jeden Fall liegen, weil wir müssen hier eigentlich so ein Fass kaputt. Bin ich jetzt wieder da, wo ich. Ach so! Lol! Natürlich, bin ja auch dämlich. Hä? Moment mal. Warum bin ich denn hier vorher nicht rausgekommen? Ach so, weil ich aber gerade ausgelaufen bin. Ja, toll. Warum liegt doch gar kein Treasure, oder nicht? Ist das hier oben noch? Ach so, das sind einfach die zerstörten Dings. Der Schatz, den er meint, sind die beiden Wüstenzauber, die er hier schon erschlagen. Na toll. Das hat sich ja toll, das ist hier überhaupt nicht gelohnt. Hast du noch was zu sagen? Well, there's treasure this way, but I have a bad feeling about it. Immerhin sagte mir vorher, dass er ein schlechtes Gefühl bei den... Achso, warte mal, hier. Mimik? Danke übrigens, Herr Gernold. Großer, schwerer Seelenfall. Wenn ich schon mal zaubern wollte, dann ist hier vielleicht hier hinter uns was? Nö. Hem. So, und dann hier? Ich könnte wahrscheinlich mit ein bisschen Geschick, könnte ich hier eventuell... Was? Oh, ist das lächerlich. Ist es lächerlich. Wirklich? Verdammt. Also ich bin extra nicht weiter gesprungen, weil ich dachte, dass das wäre schon zu weit. Für einen Moment dachte ich gerade, das wäre ein Glücksfall, dass der Ring abgeprallt wäre. Übrigens, Rock, könntest du bitte mal zwei Tode hier hinzufügen? Weil das ist nämlich so oft, wie ich schon gestorben bin gerade. Nee, du musst noch einen machen. Ich bin vorher nochmal gestorben. Ich habe den ganz vergessen. Ah, der Fake-Anot war das. Ah, Rock ist gerade AFK? Oh. Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Der. Andersrum. Fake-Anot hat falsch angeschrieben. Gott. Ich krieg ja auch gar nichts mehr mit. Mann, diese Verwirrung hier. Ich glaube, ich mach das Spiel mal wieder lauter, sobald ich hier die Typen hier, wie wir alle. So
ist der andere. Hier war noch einer, außer der Bogenschütze. Kann sein, dass die Bogenschützen in Dark Souls 2 gar nicht, die Pfeile gar nicht hier suchen sind? Ich wollte ja sowieso erstmal da oben nochmal gucken. Ich meine, 3000 Seelen da hinter den beiden nicht hinterher. Die, warte, ich mach das Spiel mal wieder ein bisschen leiser, lauter. Ich glaube, das ist... War vielleicht doch ein bisschen sehr leise, aber die Typen... Da oben ist ja noch so eine Feuerhexe. Für meinen Geschmack ein bisschen blass. So. Gibt's hier oben noch was? Eigentlich nicht, ne? Na gut, dann latschen wir hier mal in die Moppelkotze rein. Oder... Also sagt doch nicht, naja. Hä? Was ist das denn? Was ist denn das? Ach soll! Die Viecher kriegen auch noch da drin. Ja, gut, da hinten war sowieso nur die Bosswand. Was? Wenn du den Weg ins Paradies bist, bekommst du die 72 Pfund Finn gehört. Genau. Ne, hier waren ja nur die Viecher, ne? Ach, warte mal, hier hinten war der Pharos Wahrheitsverkünder. Zack, vergiftet. Bin ich ja mal gespannt, was der hier macht. Stein. Gibt hier noch so ein Vieh? Da hinten in der Ecke noch. Lül. Stopp! So. Kleiner, glatter, seidiger Stein. Wie viel ich von den Dingern noch finde? Hat denn jetzt der Pharos Wahrheitsverkünder gemacht? Ist jetzt unten das Zeug abgeflossen? Das wird es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen sein, oder? Ne, ist immer noch da. Hier, das hat also erstmal Janusz gemacht. Augenscheinlich offensichtlich. Wenn es heute den Twitch-Paradies, er hat Quali-Einstellungen. Echt? Krass. Wahrscheinlich streamt kein Schwein Dark Souls 2. Hä, hier ist auch nichts mehr. Jetzt, was ich machen könnte, ich könnte hier droppen. Von hier in direkt darunter. Das würde ja auch nicht so unfassbar viel bringen. Kann ich ja nicht mit genug Reichweite? Ah, cool, ich kann die Giftfässer tatsächlich zerstören, ohne Schaden abzubringen. Hallo, Anto. Oh, hallo, Anto. Geht der Gifteffekt auf dem Boden dann immer mal weg? So. Moin. Ja, aber bringt tut das ja auch nichts, weil hier vorne ist ja nur die Bosswand. Da möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht gerade durchlatschen, weil, naja. Hier ist ein Trailer. Yes. It's. Today's Dark Souls Stream will be somewhat short. Ja. Ich wahrscheinlich gleich wieder vergiftet. Oder? Ja, da komme ich nicht mehr raus. Na gut, so sei es. Bevor ich hier wieder Antigift trinken muss. Oh, warte mal. Oder nicht? Oder? Wird das eigentlich weniger, das Zeug, das an meine Gift an meinen Hacken, wenn ich umherlaufe? Ah, knapp. Nee. Ach man, dieser biegende Gifteffekt. Haha, dich habe ich kaum gesehen, Freund. Also, verdammt. Oh. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, gerade einen Gegner durch die Wand getroffen. Warte mal, bevor der Gifteffekt hier, lang ich darunter noch leide. Renne ich hier mal kurz durch. Aua. Trink den Estus! Ach Mann, wer bist du denn? Oh Gott. Ach, scheiße! Der ist Dienstag? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich oben Dark Souls Donnerstag drüber geschrieben habe. Ach Mann. What hour? I think in 1.5. Gehen wir nochmal in die andere Richtung hier. Das ist ein bisschen deprimierend hier, ne? Das ist, Ja, warum nimmt der andere Typ hier nicht... ...einen Damage von der Scheiße? Also wirklich. Ja. Der gerade.
Hat er mich gerade ernsthaft einen giftigen Dolch angeworfen? Ist sein Ernst? Was für so Fackel? Grabwächterarme? Ich kann die doch nicht alles mal machen, oder nicht? Hä, was so Fackel? Was soll ich denn hier noch machen? Außer runterdroppen und in meinen sicheren Tod sterben. Bevor ich irgendwie lange noch mich rumärgere. Machen wir erstmal das hier. Echt? Ich habe ernsthaft Dienstag geschrieben? Ich habe Dienstag geschrieben? Gott. Ja, erinnere ich gleich. Ah, nicht jetzt. Oh Mann. Naja, ist ja immer der Wochentag, den man will, ne? So, dann mach ich jetzt hier unten nochmal. Genau, hier sind das die Dinger hier. Die. Ich hab mir nämlich überlegt, ob das hier nicht eigentlich Ablassventile sind für die. Wann hier für der Hebel eigentlich? Für die. Ich muss mal runter, mal hier. Das Ding ist hier, dann geht hier der Becher runter. Hier ist so eine Suppe drin, aber prinzipiell ändert das wahrscheinlich nichts, oder? Oder wo ändert das noch was? Jetzt bin ich hier unten. Jo. Hm. Vorsicht vor Sprung, übrigens Truhe. Ja, weiß ich schon. Das. Ne, natürlich hast du Dienstag geschrieben. War ja klar. War ja klar. Hier, warte mal. Denn, hier in der Mitte, da haben wir schon rausgekriegt, dass wir nicht rüberspringen können, dann müsste ich von der Seite runterspringen. Das ist ja kein Problem, das wissen wir ja. Aber den könnte ich nie beschwören. Anhängerin Scarlet. Okay. Ich beschwöre einfach mal auf welche Leute. Will die nicht gegen mich kämpfen oder die hilft die mir? Okay, die hilft mir anscheinend. Hey, grüß dich. Gut. Hm. Jetzt hier hinten renne ich ja wieder da zurück, wo ich vom. Warte mal, die Gifttrüge hier kommen hier runter, ne? So, das Ding hängt hier auch hoch. Das ist denn die Scherbe, toll. So, dann wenn wir das jetzt ziehen. So, dann fährt das Ding auch runter. So, nu? Hm, komisch. Ach. Och man, Scarlet auf zu blocken. Oh man, Alter. So was nicht auf. Ja gut, hm, schön. Warte mal, das müsste doch hier eigentlich direkt unter dem Boss, Area sein. So, warte mal. Jetzt bin ich hier unten. Und hier unten sind so lustige Pools. Hm. Ja, die rollt sich mit, denn durch. Auch kann dafür auch nicht benutzen. Ja, richtig. Ja, so, wenn wir jetzt hier ran, ganz runter. Achso, hier ist das Video. Also, irgendwo hier in dem Gebiet muss man das irgendwie ablassen können. Ja. Kann ich ja nicht die Armbrust dauerhaft auf meinen rechten Slot hier tragen? Ist nicht schwer Armbrust, überhaupt da ist die schwer Armbrust. Kann ich nicht, schade. Irgendwie müsste ich ja diese Förderwerke hier manipulieren. Okay, ich da unten runter. Aua, Mann, WTF. Kann er mich denn bitte schon aus der Entfernung treffen? Wie sieht der mich überhaupt? Und die kann ich ja nicht einfach so. Wofür habe ich denn bitte schon diesen Fachos Wahrheitsverkünder benutzt? Hm. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in den Bossfight und gucken, ob das Ding noch da ist. Bin ich auch mit Lebenssteine? Ja, noch schimmern eigentlich, wenn ich auch nicht benutzen. Gucken wir erstmal den Bossfight. Heute ist ein schöner dünner Tag. Ich habe heute irgendwie einen Tag gemacht. So, unabhängig davon, jetzt habe ich die beiden Dinge runterlassen. Ich habe schon keine Ahnung, was es gebracht hat und ob es überhaupt was gebracht hat. Hier ist ja auch nichts zu reißen. Genau, so. Dann gehen wir hier wieder hoch. So, hier oben ist unser Leuchtfeuer. So. Können wir es da runter droppen? Sehen wir jetzt hier irgendwas mehr? Ganz oben könnte ich noch lang. Was ist denn da oben noch? Da oben stehen noch zwischen den dicken Typen. Ob ich an die irgendwie vorher schon mal reinkomme, muss ich erst den Boss umnieten. Ich hasse diese Typen ja, ne? Ja genau, wie komme ich denn ja nicht raus? Vorsicht vor die Gefahrenzone. Ja, ja, ja. Achso, wegen dem. Nicht in die Falle laufen. Dings hier. Okay, zumindest funktioniert nicht mehrfach. Gut. Hast kein Geld für Piffer? Kommt mir wieder jemand dagegen? Nö. Kurz was oben gehen, vielleicht gibt es das Warmes zu essen. Oha. Achso, das ist da oben. Lol. Okay. Dies ist da oben. Ja, gut. So. Jetzt haben wir leider immer noch nicht rausgefunden, was der Pharos Wahrheitsverkünder gemacht hat. Wir haben das Ding eingesetzt, in diesen Raum da, an der Seite. Warte mal. Hold tight. Ja.
Diese Wüstenzauberer. Oh, fuck. Ach, fuck. Was hast du für schön zwei Schlachten die Leere gemacht? So. Cute Anhängerin Scarlet. Hast du noch welche tollen Ideen? Was machen wir jetzt hier am besten? Ich meine, wir können ja erstmal uns das Gift sparen von oben runter droppen. In den Bossfight mit 5 Estus zu gehen, ist sicherlich die beste Idee überhaupt. So, vor allem diese Türen sehen an den Seiten sehen so verdächtig aus. Ansonsten ist dieser Raum einfach nur groß und leer. Hä? Denk mal an, für meinen momentanen Zuschauern hat auch wieder kein Schwein eine Ahnung, wie man das, Oh fuck. Genau, trinkt halt Nestos. Oh ne, Scarlet rennt einfach eiskalt durch. Warum nimmt sie eigentlich keinen Giftschaden? Okay. Da ist ja noch so ein Vieh drin. Warte mal, ist die Plore jetzt auf einmal weniger giftig als vorher? Oh, das ist ja gar kein Gift. Lol. Upsala. Schwarz-Silberspeer? Wo komme ich den denn her? Heide, Dingsbums, Drangneid. Ein von Macht der Finsternis durchdrungener schwarz-silberner Speer. Die Grabwächter schworen, die Ruhe, der in die Gruft der Untoten Schlummernden zu wahren. Wachsen ja sie zu schwimmen, können sie Grabwächter sich in den Rang oder Reichtum, begraben sie ohne weiteres zu sein. Okay, gut. So. Das Ding hier drin ist aber immer noch giftig, oder? Ah ja, das ist immer noch giftig. War sicherlich bestimmt eine super Idee, in den Zeug hier zu rollern. Warte mal, das ist das Giftige? Hä? Hallo, Tiox. Was? Was hat er denn jetzt gemacht? WTF? Lass das, ich muss ein Estus trinken, ich bin vergiftet. Oh, shit. Boah, wie viel Damage das macht. Oh, das wird mich umbringen. Oder? Ah ne, ich habe ja eine alltägliche Frucht gegessen. Mich das Vieh schon, wenn er jetzt mich tot. Also ich würde es auch mit dem Gift anschaffen. Was sind das ja eigentlich für... Ich sollte mir vielleicht mal die Umgebung näher angucken. Verdammt, wie machen wir das denn jetzt aus, das Ding hier? Das ist ja ärgerlich. Also, so wie ich das bis jetzt gemacht habe, war das anscheinend nicht so erfolgreich. Warte mal, kann ich eigentlich, wenn ich jetzt diesen... Welcher Ring ist denn hier relativ sinnfrei? Was macht denn der Ring der Klingen? Chloranti? Aber der silberne Schwingring ist eigentlich... wird körperlicher Angriff? Was ist denn hier eigentlich? Dann könnte ich nicht auch eine alltägliche Frucht hier essen? Die tun noch rum wie was gegen Gift oder nicht? Steckt vorüber gegen Giftresistenz. Aha, okay. Habe ich noch irgendwas, was mir irgendwie helfen könnte gegen Gift? Außer 10 Millionen Seelen. Steckt vorüber Blutungsresistenz. Mit Magie. Könnte ich das eigentlich machen mit meinem Großschwert? Könnte ich. Wenn ich wollte, könnte ich das. Okay. Ja, aber das bringt mich ja auch nicht so richtig weiter, ne? Wo bin ich denn jetzt eigentlich an den Leuchtfeuer hier? Bin ich hier nicht gerade? Da bin ich hin, genau. Das wird schon schaukeln? Ja, das ist die Frage, ist aber, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Also, ich kann das Vieh natürlich im Gift umhauen. Das könnte ich auch schaffen. Mit, wenn ich genügend Früchtefeuer futter, geht das wahrscheinlich sogar. Aber das kann ja auch nicht. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, hier mit so eine scheiß Frucht reinzuhauen und dann in den Bossfight zu gehen. Ich meine, der ganze Boden ist voller Gift. Das ist irgendwie scheiße eigentlich. Wollen die Typen mir jetzt noch folgen oder nicht? Moin.
ob ja nicht jetzt das richtige Schwert ist. Okay, das ist ein bisschen schwer, okay, erst klar. Judy! Kann ich ja auch nichts machen? Schnell hier durchrennen. Der komische Typ da hinten. Oh, was? Der ist da hinterhergekommen? Ist jetzt sein Ernst. Ist jetzt sein Ernst. So, aber die komische Feuerzauberin wollte ich nicht. Bin ich mir fast sicher, dass ich das nicht mache. So, jetzt hier richtig hinstellen. Scheiß Giftdingens hier kaputt machen. So. Was ist das Zeug da unten nicht giftig? Das ist ein bisschen komisch. War es, als wäre es vorhin auch giftig gewesen? Oder war das der Pharos Wahrheitsverkünder? Wäre natürlich relativ sinnfrei. Hey! Warte mal, jetzt ist es wieder giftig, das Zeug? Ach Mann! Hallo! Mann! Das ist so behindert, das ist so behindert. Ach Mann, es ist so behindert! Hey, warum ist denn das Zeug jetzt nicht mehr giftig? Hey, warum ist das Zeug jetzt giftig? Es war eben gerade nicht giftig. Hä? Es ist so behindert, wenn irgendwelche Gegner dich einfach blocken. Du kannst sie nicht wegrempeln. Alle anderen Gegner können einen rempeln, du stehst einfach nur da. Nö, ich könnte nichts machen. Das ist scheiße. Oh, prinzipiell habe ich nichts verloren, aber trotzdem. Das regt mir jetzt ein bisschen auf, dass es. Weil diese Blockpfosten halt davor standen, konnte ich jetzt nichts machen. Das ist halt echt scheiße, ne? Hm. Habe ich genug HP, um das Vieh einfach kaputt zu hauen? Ganz normal. Ohne mich jetzt darum zu kümmern. Hallo? Kommt der noch? Ich meine, der Drop da oben war eigentlich eine schöne Idee eigentlich. Der hängt da oben an der Decke. Ja, Alter. Wie schnell der einfach nur hinterher springen kann. So krass. So, jetzt aber hier. Moin. So, versuchen wir nochmal. Was? Jetzt bin ich vergiftet? Och, das ist so behindert. Es ist einfach nur so bescheuert, dass es die random manche Effekte sind. Na gut, irgendwie muss sein. Ich hätte gerade sowieso vergiftet bin, dann könnte ich natürlich genauso gut mich hier nochmal in Estus reinploppen. Hm. Diesmal war das definitiv Gift. Warum war denn das Zeug beim letzten Mal nicht Gift? Weil ich die komische Tussi bei gehabt habe? Hat die das Gift neutralisiert? Das wäre natürlich richtig witzig, wenn ich so einen Effekt hätte. So. Dann hauen wir uns erstmal auf jeden Fall eine alltägliche Frucht rein. Was auch immer es bringen mag. Oh, ups. Machen das hier nochmal eben. Hauen Sie hier nochmal ein Estus rein auf halbem Weg zum Kampf? Ach Mann, ficken! Oh, so geht's. Also sie heilt sich leicht, ne? Ja, so kriegen wir es aber hin. So kriegen wir es hin. Das funktioniert gut. Das ist, das ist wahrscheinlich die Hardcore-Variante, aber ich mache genug Damage, um die einfach so umzuhauen. Das geht also. Das ist kein Problem. Solange mir nicht die Früchte ausgehen oder was anderes, kann in der Taktik eigentlich nicht viel schief gehen, sag ich mal. So. Doch, so, das funktioniert echt gut. So machen wir das jetzt. Was? Wollen wir zweimal eine Quistole? Was? 76 Tore schon. So viel zum Thema, wir schaffen es unter 100. Ach. So ein Elend. Ja, anscheinend folgt mir hier keiner. Ich will ja den Typen hier eigentlich ein bisschen irgendwie verlustfreier Tod kriegen, aber das geht halt irgendwie nicht, weil da oben dieses komische Feuerding steht. Das heißt, ich kann da nicht die Initiative ergreifen. Naja, was soll's. So. Ja. So, die tot.
So, jetzt hier maximal entfernt stehen, hier nicht wieder doof reinstehen. So, besser. So, ein Essen müssen wir wahrscheinlich sowieso trinken. Oh fuck. Hört auf, mich ins Gift zu schieben, das ist ja eh dann nicht mit euch hier. Ihr komischen Typens. Was? Hat er gerade eine Charge Attack gemacht? Ist ja scheiße. Das ist unglücklicherweise mehr als ein Estos. Das hat schon den letzten Mal in Ton keiner geschrieben, aber das ist ja deprimierend. So inaktiv dieser Chat. So, gut. Macht eigentlich das reduziert das eigentlich auf die Giftansammlung und halt Gifte. Okay, gut. Das könnte ich eigentlich genauso gut eigentlich auch ploppen, das Ding hier, im Kampf auch. Ich hole mir erstmal die alltägliche Frucht rein. Das Ding. Goldharz. Trinken wir noch einen Estus. Und auf in den Kampf. So. Aua. Shit, eventuell sterbe ich. Das Ding ist halt, dass ich im Kampf Estus trinken muss. Das ist. Das ist ziemlich dämlich. Gut. Das geht doch alles so, man muss nur wollen. Man kriegt einfach alles. Ich dachte, das wäre eine Boss-Seele übrigens. Na gut, das war anscheinend nicht. Das ist spannend, das ist ein Reifverkenner. Genau, ja. Das kannst du mir zwar noch einreden, aber das ist. Also die Taktik hat übrigens überraschend gut funktioniert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das mit dem. Wir machen hier einfach. Was ist das hier noch? Achso, ich kann die Flasche runterschneiden. Ja, wir hauen das hier einfach mit möglichst viel Damage um. Das sieht übrigens sehr interessant aus, das Ultra-Großschwert mit den Resin drauf. Oh. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Ich dachte eigentlich wirklich, das wäre jetzt hier einer von den ganz großen Bossen, die ich, Die in der Seele von Myrta, der Unheilskönigin, die in Irdenspitz lebt. Die Königin sehnt sich nach der Zunehmung des Königs und vergiftet sich im Streben nach Schönheit sogar selbst und nahm die entsetzlichen Konsequenzen in Kauf. Alles im Namen der wirbelnden Wahnsinn namens Lime. Nutzt die besondere Seele. Okay, alles klar. So viel dazu.